Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu der mittlerweile vierten Folge von She's Talking. Hi. Hallo. She's Talking. Heute mal aus Malle, aus einer anderen Umgebung. Genau, wir sind auf Mallorca. Zusammen mit Clayde und Jackie, die jetzt hier ihre eigene Schmuckkollektion launcht. Sind wir jetzt hier für, also Susan und ich sind bis Donnerstag hier. Emmy ist... Ich flieg morgen. Also heute ist Sonntag. Heute droppt ihre Kollektion. Genau, und wir haben uns jetzt hier einfach mal eine Stunde aufgenommen und haben uns hier in unser Zimmer zurückgezogen und wollen jetzt hier den Podcast aufnehmen. Yes. Haben wir alles hier mitgeschleppt, alle Sachen, damit wir das auch schön machen können. Ist ja auch eigentlich mal ganz witzig. Ja. Aus einer anderen Location. Voll. Und wir waren davor sogar in München, also sind von München hierher geflogen und haben einiges zu erzählen aus dem aus der letzten Woche so. Ihr habt ja im Podcast gehört, in der letzten Folge, dass es für uns auf ein Harry Styles Konzert geht. Zwei. Und wir haben ja so Konzert ready gemacht. Mhm. Und ich würde sagen, so kann ja mal erzählen. Oder wollen wir chronologisch vorgehen in Paris? Ja, zuerst. Weil Hannah war ja noch in Paris vor München. Ja. Oder wir fangen einfach mit Sosos an, was sie sich vor. Du hast dir doch was ausgedacht, oder? True! Mal vergessen. Wir haben eine Kategorie am Anfang. Ach, ja, true. Bevor wir hier reindiven. Hat sich so was Tolles überlegt? Um Gottes Willen. Ja, she's talking about... Also, wer Emma kennt, weiß, dass Emma Schätzen liebt. Und ich habe mir ein kleines Schätzspiel ausgedacht. weil Emma da so gut drin ist. Emma, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Okay. Oh mein Gott, ich habe diesen Witz so lange nicht mehr gebracht, weil Emma liebt wirklich Schätzen. Ja, ne? Die hat immer gesagt, sag mal, ich will mal schätzen, lass mich mal schätzen. Ich bin so gut im Schätzen. Yes. Okay, und sehr gut. Ich wollte dich einfach mal testen. Ich habe leider nicht so viele Fragen dabei, aber ich dachte mir so, ist ja ganz funny, man kann ja mal drüber diskutieren, so ein bisschen. Ich habe die hier in meinem Buch aufgeschrieben und wie mache ich das jetzt, dass ihr das nicht seht? Wir gucken einfach nicht hin. Ja, wir gucken wirklich nicht hin. Okay. Ich gucke jetzt einfach vorne in die Kamera rein. Ich auch. So. Wie läuft das ab? Antworten wir auf dann 1, 2, 3 und wir sagen beide eine Antwort? Ja, dass es gleichzeitig ist, dass man nicht sich beeinflussen lässt. Okay, gut. Okay. Da wir ja gerade auf Malle sind, ist die erste Schätzfrage. Wie viele Deutsche machen im Jahr auf Malle Urlaub? Oh. Boah. Krass. Im ganzen Jahr? Ja, in einem Jahr, genau. So jetzt mal, ne, letztes Jahr habe ich die Statistik genommen. Krass. Ich habe eine Zahl in meinem Kopf, ich glaube, die ist ganz falsch. Meine auch. Okay. Lass machen einfach. 1, 2, 3. 3 Millionen. Okay, aber okay. War nicht so. Das ich habe erst so überlegt, 10? Ich so, nee, oh Gott, das ist ganz schön viel. Es sind 2,4 Millionen. Emmy! Okay. Ja, krass, sehr gut. Okay. Krass, wir waren jetzt aber auch beide nicht so weit. Nee, wir waren wirklich beide nicht schlecht. Voll okay. Ja. Macht auch irgendwie Sinn. Wobei, vielleicht hätte ich sogar noch mehr geschätzt, weil das so ein beliebtes Reiseziel ja, ist. Ja, eben. Und immer dieser Spruch, ja, Malle ist das Deutschland. 17. Bundesland. Ja, ich hätte echt mehr gedacht eigentlich. Ja. Aber gut. Vielleicht kann das ist das schon sehr jeder. Viel auch. Ja, ich glaube, es kann sich halt auch echt nicht jeder leisten dann, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich hätte jetzt gedacht, Malle ist noch eher günstig im Verhältnis so zu anderen Urlaubsländern. Ah, keine Ahnung. Okay. Wie viel Prozent Deutsche leben auf Malle? 1, 2, 3. 19%. Es sind 13. Also 19 ist gar nicht so schlecht gewesen. Aber das ist ja auch nicht, oder? Wir sind, was hattest du? Ich hatte 8. 2 plus 3 sind 5. 13, 19, wie viel ist das auseinander? 6. Also wart ihr beide? Du. Ja, ich ein bisschen, aber wir waren genau. Trotzdem voll gut. Ich bin das ja aber. Jetzt kommt noch eine zum Thema so urlaubmäßig und dann kommt aber noch was anderes. Mhm. Und zwar, was war der tiefste Apnoe-Taucher, also ohne Flasche getaucht, runter? Boah, das habe ich letztens erst irgendwo gesehen, glaube ich. Weil ich glaube, da wurde ein neuer Rekord gebrochen und deswegen hat man diese Zahl irgendwie so, glaube ich, relativ viel. Wie viel, kann ich Fragen stellen? Mhm. Wie viel Meter tauchst du so tief dann? Mit Flasche? Hm? 18. 5 oder so? Was? Wow. So viel? Ja, ich bin 18 Meter tief getaucht. Aber das ist so der leichteste Schein. War den die ich Frage da mit Flasche oder ohne? Nee, ohne, Apnoe. Also okay. Ohne Flasche. Mhm. Aber das dürft ihr euch jetzt nicht als. Ich schätze jetzt was. Das dürft ihr euch wirklich nicht als. Das ist 18 Meter, ist echt nichts. Also entweder oder jetzt. Ich habe zwei Optionen. Ich habe auch zwei Optionen. Okay. Entweder ist eine 1 davor oder nicht. Genau. Aber. Okay, 1,
zwei, drei. 54. Ich hätte gesagt 53. Ich hätte vor mir gesagt 53 Meter. Okay. 253. Was? Mhm. Aber 53? Ja. Ich bin auch sehr überrascht davon. Ich hätte entweder gesagt 117 oder 53. Ganz krass. Also, die haben, wie gesagt, Gewichte, das, man hat da richtig Speed. Also, die sind richtig schnell. Guck mal, ich gehe ja in Etappen runter, ganz langsam auf 18 Meter. Das ist ja nichts. Das ist ja so ein kleines Hochhaus. Aber so, die speeden da wirklich an so einem Seil runter. Ich frage mich, wie die dann so schnell hochkommen. Ja, das ist krass. Jetzt ein bisschen Themawechsel zum Thema auch so Harry Styles und Konzerte. Wie viele Plätze hat das Olympiastadion in München? Oh. Wir waren da ja drin, ne? Mit Stehplätzen oder nur Sitzplätze? Oh, das ist total die gute Frage. Ich glaube, es sind nur Sitzplätze. Nur Sitzplätze, jetzt, weil das Innere kann man ja nicht so richtig zählen. Wembley hat 90.000, ne? Ja. Ich glaube, Hamburg letztes Jahr hatte irgendwas mit 50. Okay, dann ich habe eine Zahl in meinem Kopf. Ich habe eine Zahl in meinem Kopf. Hm. Okay. 3, 2, 1, 45.000. Oh. 74.000? Ja. 45.000? 69.000. 69.250. Hey, warte, dann war Emma... Naja, natürlich Emma. Ja, ja. Aber trotzdem eigentlich, also es war ja jetzt nicht, du hast ja jetzt nicht 3000 gesagt, also es war trotzdem ja strong, also gut. Ne? Und ich finde es auch krass, weil ich fand das sah schon groß aus. Die Masse war ja vor allem aber in der Mitte, also so, wo die Leute standen. Aber es waren nicht alle Sitzplätze belegt. Weil es ging ja hinter der Bühne noch komplett weiter. Dann hätte ich, glaube ich, mehr gedacht. Ach, krass, das habe ich gar nicht gesehen, okay. Ja. Weil wenn die da Fußball spielen, ist ja so, dass ja. Ah, true. Boah, krass. Ja, aber jetzt mit den Leuten im Innenraum waren es wahrscheinlich trotzdem so 70.000 dann. Ja. Oder? Ja. Würde ich auch schätzen. Ja, das mindestens. War's, Leute. Ja, mega. Krass. Ist gar nicht so schlecht. Ja, ihr habt voll gut geschätzt. Na, also auch Apnoe, aber das ist gut halt auch schwer, wenn man sich da nicht so auskennt. Genau, ich war in Paris. Also ich habe 4 Tage, Donnerstag bis Sonntag mit Laura und Julie. Also wir waren Julie besuchen. War süß. Gutes Wetter. Gute Leute. Gutes Essen. Aber es war jetzt halt so, ich war jetzt, also man kennt Paris halt mittlerweile irgendwie und es ist halt dann so, jetzt nicht mehr so, oh wow, wir müssen jetzt zum Eiffelturm oder zum Champs-Élysées. Aber es ist auch ganz geil, wenn man das schon alles gesehen hat und dann kann man so ein bisschen entspannter durch die Stadt einfach. Genau, so ist es auch gewesen. Ja. Also einfach entspannt, geiles Essen und einfach ein bisschen rumwalken und dann eher Zeit mit den Mädels verbringen, als so die Stadt jetzt so sehen. Aber es war trotzdem sehr schön. Ich wollte eine Story erzählen. Ganz kurz eine Frage. Da war doch so lange jetzt so Proteste und sowas, dass auch so viel Müll auf den Straßen war, weil alles gestreikt hat. War das bei dir immer noch so krass, dass da so ein bisschen Aggressivität oder Müll und bla bla? Nö, gar nicht. Nicht. Eigentlich gar nichts mehr. Ich glaube, Julie hatte irgendwas darüber erzählt. Im Winter war das jetzt irgendwie so, Januar oder so. Mhm. Irgendwie so, aber gar nicht mehr eigentlich. Okay. Ich dachte, das war sogar noch so vorletzten Monat. So, dass, ich glaube, das war relativ... Wo so Sachen angezündet wurden April. Auf den Straßen. Nee, also das habe ich nichts mitbekommen. Habe ich da tatsächlich wirklich nichts mitbekommen von. Okay, dann haben die gut recovered. Ja. So. Nee, wirklich. Oder wir haben uns halt in anderen Teilen irgendwie aufgehalten oder so. Aber es war wirklich eigentlich echt normal, würde ich sagen. Okay. Vielleicht waren wir auch eher so in den touristischen Gegenden, weil Julie wohnt ja auch direkt Montmartre. Also wirklich direkt. So next door einfach. Ist das dieser Berg? Ah, okay. Ja. Krass. Dann sind wir von da halt dann immer in die Innenstadt da gelaufen. Ja. Erzähl mal Story. Von deinem Flug. Ich habe ein Leben gerettet, Leute. Ich habe ein Leben gerettet. Und das Lustige ist, es ist nicht lustig. Es ist absolut nicht lustig. Also ich bin morgens um 7 oder sowas, waren wir am Flughafen, weil Laurie und ich um 8 geflogen sind. Und dann wollten wir uns noch was zum Frühstück holen. Wir haben uns halt bei diesem komischen Bar-Dings ein Brot geholt. Leute, es war so unangenehm, wow, naja, auf jeden Fall essen wir dann halt da und neben uns saß halt ein alter Mann mit seinem Sohn oder so und plötzlich ruckelt halt der alte Mann so, der Sohn an dem alten Mann und ist so, hallo, hallo, und der alte Mann sitzt wirklich so da, so ganz apathisch, eigentlich, ich dachte wirklich, er wäre tot, also ich dachte wirklich, er wäre da gestorben. Sag mal kurz, wie alt die beide waren ungefähr? Ich sag, der Mann war Mitte 80, vielleicht so 83, hätte ich jetzt geschätzt. Und der Sohn war so Mitte 50. Okay. Also ich schätze, dass es der Sohn war, keine Ahnung. Ja, und
ich dachte wirklich, er wäre gestorben, weil ich habe irgendeinen Film geguckt, wo eine Person halt wirklich im Sitzen gestorben ist und dann direkt Boah. Flashback und war so, okay, das ist bestimmt jetzt passiert. Bei Jerks oder bei Intimate, nee, bei Jerks ist doch diese eine Oma eingeschlafen, als er dir so Kriegsbücher vorgelesen hat. Du kann sein. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich irgendwie so Flashbacks und war so, oh Gott, der ist jetzt gestorben, ach du Scheiße. Und es war aber wirklich innerhalb von Sekunden, diese Gedankengänge, ne? Weil dann hat der Sohn natürlich ein bisschen Panik bekommen und hat dann halt so gerufen, irgendwie so, hallo, so kann jemand einen Notarzt rufen oder irgendwie sowas. Und alle haben halt so geguckt, ne? Wie man halt so guckt, so geschockt. Also es waren wirklich so, ich sag 30 Leute, die da wirklich an dem Restaurant da gewartet haben und die halt so saßen. Und alle haben nur geguckt. So, und dann war ich so, ach du Scheiße, okay. Ich bin so aufgestanden, bin so zu diesem Restaurant gegangen. Ich habe in dem Moment gar nicht selber dran gedacht, den Notarzt zu rufen, weil ich dachte, okay, Flughafen hat vielleicht eine eigene, keine Ahnung. Ja, erste Hilfe. So lange, so weit habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Ich weiß nicht. Dann bin ich dann einfach zu diesem Restaurant gelaufen, die 2 Meter da, und habe geschrien, habt ihr einen Arzt? Und dann haben die mich erst nicht gehört und dann bin ich nochmal näher. Habt ihr einen Arzt? Oh mein Gott, sogar nochmal geschrien. Ich habe zweimal, habt ihr einen Arzt geschrien. So. Und dann hat die Restaurantfrau dann sofort irgendwie jemanden angerufen und dann kamen die aber wirklich auch erst so nach 15 Minuten oder so. Also es hat ewig gedauert und ich bin der sehr starken Überzeugung, dass der Mann einen Herzinfarkt hatte, glaube ich. Also muss, weiß nicht, was das anders sein soll. Und der Plot-Twist ist jetzt aber, dass ich, habt ihr einen Arzt, nicht zwischen... Susi und ich wären am Abend davor nämlich auf so einem Event gewesen. Da bin ich nicht hingegangen, weil ich war krank und mir ging es nicht gut. Du warst auf einem anderen Event dann doch. Ja. Das Event wäre so Losteria x Tom Beck gewesen oder so. Ja, einfach Tom Beck als Promi-Gast. Genau. Und so dann, ein Schauspieler. Jetzt ratet, zwischen wem ich hab dir einen Arzt geschrien habe. Tom Beck und seine Freundin oder irgendwie so eine blonde Frau auf jeden Fall. Die waren zusammen. Und dann war ich so, ach du heilige Maria Gottes Junge. Was habe ich? Die standen so an der Kasse. Die standen gerade so am Anstehen und ich bin halt zwischen die so und war so, habt ihr einen Arzt? Hast du ihn berührt und zur Seite gedrückt? Nein, aber ich habe schon so Krankheit durch diese durchgeguckt. Ja, das war wieder so ein bisschen irgendwie Schicksal, filmisch, ich weiß auch nicht. Ja, das ist einfach so. Aber das war echt, also ich fand es echt gruselig, weil man halt gar nicht wusste, wie man sich so dann verhalten soll. Ich konnte mir dann auch nicht weiter essen, während der so da krass, gerade so erst versorgt wird, mäßig. Dass alle einfach gucken. Ja. Niemand tut irgendwie was. Also es war wirklich so, ne, das waren nicht jetzt so Minuten, sondern das waren wirklich, ich sag Sekunden, aber du hattest ja auch Zeit, was zu der tun. War nämlich, der Mann hatte nämlich den Mann neben sich angesprochen, war so, können Sie bitte einen Notarzt? Und der hat so ganz langsam sein Handy und ganz so geguckt, ich weiß nicht, ob er überhaupt Deutsch gesprochen hatte oder so, aber niemand hat irgendwie irgendwas gemacht und dann, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich auch direkt auch anrufen können, aber ich habe daran irgendwie nicht gedacht, ich weiß auch nicht. Ja, aber man denkt doch auch, dass am Flughafen das schneller geht, so, da muss man ja nicht direkt irgendwie so Flughafen. Ich weiß nicht, ob man dann umgeleitet wird, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das auch irgendwie voll, ich fand es einfach gruselig, das erlebt man halt sonst irgendwie nicht. Und auch so krass dieser Fakt, erstens, genau, jeder irgendwie also nichts gemacht hat und dann kamen die natürlich zu, und haben sich so um den rum gestellt, aber auch einfach nur so geguckt, so mäßig. Oh. Und natürlich also so, richtige Gaffer, nein, so. Nicht gegafft, sondern so gefragt, können wir was tun, aber dann halt so mit Händen in Taschen halt noch dagestanden, um irgendwie dazustehen halt so mäßig. Ich weiß auch nicht, also es ist... Um Anteilnahme zu zeigen, aber genau. Nicht so richtig. Also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall, ich fand es wirklich gruselig. Und dann halt auch gemerkt, wie lange das dauert und wer da wirklich was krank Schlimmes jetzt mit dem passiert oder so, dann wäre der da wirklich gestorben noch. Wenn die da wirklich 15 Minuten brauchen, eh da mal einer kommt. Ja, es war schon gruselig. Ja. Ich finde, das erlebt man so oft, dass Leute einfach an Leuten vorbeigehen, die gerade irgendwie, ich meine, klar, ab wann fühlt man sich so zuständig, dass man jetzt wirklich helfen kann? Ich finde es auch immer voll schwierig, wenn man so durch die Straße geht und zum Beispiel letztens in Berlin bin ich die U-Bahn hochgelaufen und da lag halt einfach so ein Typ auf der Treppe und einer hatte schon so, war schon so ein bisschen an dem dran und also ich finde es voll schwierig, da einzuschätzen, soll ich jetzt mich auch noch da hinsetzen und irgendwie den abhören und keine Ahnung, jemanden rufen, aber ich muss sagen, in so richtig akuten Situationen, wo jemand neben dir gefühlt stirbt auf dem Stuhl, da finde ich es schon ein bisschen erschreckend, dass niemand was macht. Aber richtig gut, Hannah. Ja. Richtig sehr, gut. Sehr toll, dass Danke. Du das... Kannst du auf die Schulter klopfen. Da kannst du dich mal richtig klopfen. Nee, mache ich. Aber geht mir ja genauso, vor allem in Berlin, wie viele wirklich weirde Leute da eben auch sind und so. Und man dann halt irgendwie überlegt, okay, ich jetzt weiter.
Oder nicht, aber andererseits würde man sich ja auch wünschen, wenn man in so einer Situation ist, dass man immer Hilfe bekommt. Voll. Aber in Berlin, wie du schon meintest, ich glaube, man ist ein bisschen abgehärtet. Man ist auch an ganz so viel gewöhnt einfach. Mhm. Ja. Ich finde vor allem, was so obdachlose Menschen angeht. Mhm. Ja, Drogen, Leute ganz und viel. So. Also, was man so in den U-Bahnen alles sieht, man ist so abgehärtet. Ja. Also, da würde ich niemals einen Notarzt rufen, glaube ich. Weil ich weiß nicht, man guckt dann kurz hin und denkt sich, alles klar. Ja, weiter geht's. Wie oft man auch an diesen U-Bahn-Steigen immer auf den Bänken halt Leute sieht, die da sind, die outgepasst, schlafen die, haben die sich gerade was gespritzt. Nicht. Kein Plan, da kann man nicht bei jedem irgendwie helfen. Das war jetzt Flughafen Berlin, oder? Ja, ja. Ja, aber ich finde bei so einem alten, also man will natürlich auch nicht, man will natürlich eigentlich bei jedem gleich denken und bei jedem gleich erste Hilfe leisten und so weiter. Aber aus Erfahrung kann man halt schon irgendwie so ein bisschen auch differenzieren, dass man einfach nicht jeder Person, die sich gerade Drogen gespritzt hat und irgendwie da liegt. I don't know, es ist das voll schwer. Das weißt du ja halt auch nicht, ne? Es ist wirklich so. Das weiß man ja nicht. Und genauso wie so einschreiten, wenn in der Bahn sich Leute streiten oder wenn irgendwas eskaliert oder so, weil ich kenne das selber jetzt. In dem Moment würde ich sagen, hey, safe. Ich würde safe aufstehen und was sagen, weil ich würde erwarten, dass mir Leute helfen, wenn ich in so einer Situation bin. Aber andererseits weiß man dann auch, so, ich will da auch nicht mit reingezogen werden, ich habe vielleicht Angst vor der Person oder man hat die Kontrolle nicht oder, aber ich will auf keinen Fall auch jemand sein, der da einfach nur so sitzt und zuguckt. Also so dieses, wann schreite ich ein, wann nicht. Man ist immer so brave jetzt so in der Situation, ist so, hey, safe würde ich einstehen und, aber andererseits, glaube ich, hat man auch ein bisschen Schiss dann in dem Moment. Wisst ihr, was ich meine? Also, es gab ja jetzt wirklich viele auch Situationen, wo so auch Mädels verprügelt wurden in der U-Bahn irgendwie für ihre Herkunft oder sowas. Was ich halt was gar nicht geht. Ja. Aber ja, ich finde es ganz schwer. Ich glaub, also nicht schwer, es sollte eigentlich nicht so schwer sein, aber ich glaube, so als Girl da jetzt. Ich glaube, das kommt auch dazu, weil wir auch junge Girls sind, ist es nochmal was anderes. Ich glaube, wenn man jetzt wirklich ein großer, starker, gut gebauter Mann ist, ist es sehr viel einfacher, in so eine Situation einzugreifen, wenn er jetzt wirklich vor dir ein Mädchen verprügelt wird in der Bahn, dann würde ich wirklich aus Sicherheitsgründen auch keinem jungen Girl raten, da. Ich glaube, ich würde vielleicht rufen. Ich würde so schreien oder sagen, kann mir hier jemand helfen? Oder auch andere animieren drumherum. Könnte mir jemand was tun? Was. Ja, ja. Genau, und dann lieber auf die Männer um mich rum zeigen und sagen, bitte geht doch dazwischen. In so einer Situation, 100%, muss ich jetzt auch sagen, Männer überlegen vielleicht in manchen, vielen Fällen. Doch, was so einfach Kraft und so angeht. Ja. Ja, nee, gut. Ich finde, also ich schäme mich da auch ein bisschen, das zu sagen, aber ich habe da auch, natürlich denkt man irgendwie auch an sich, an teilweise. Und ich glaube, man geht immer so ein bisschen nach Intuition, so kann ich das gerade abschätzen, ob das jetzt eher förderlich ist oder eher eben nicht förderlich, auch für mich selber oder für die Situation da einzugreifen. Und ich weiß nicht, manchmal, also wenn man da jemanden liegen sieht in der U-Bahn, der da gefühlt schon apathisch dem was aus dem Mund läuft, der da irgendwie auf den Sitzen hängt. Mhm. Also natürlich tippt man den vielleicht mal an, aber ich bin da irgendwie zu da ist man schüchtern oder so zu, keine Ahnung, ängstlich, um wirklich da immer bei jedem abzuchecken, lebt der noch. Mhm. Keine Ahnung, was da überhaupt passieren könnte, wovor man eigentlich Angst hat. Ich habe eigentlich gar nicht Angst, nur einfach denke ich mir halt so. Respekt auch einfach vor der Situation. Ja. Ja, Mädels, zum Glück ist es uns auch noch nicht so oft passiert. Und ich glaube, wir wären alle Mädels, die da nicht dran vorbeigehen würden, wenn irgendwas lebensgefährlich aussieht. Oder ich glaube auch, wenn so, es kommt auch wirklich drauf an, wenn jetzt so ein Girl da irgendwie geschlagen wird oder sowas, da würde ich nochmal viel eher eingreifen, als du wenn jemand einfach so da liegt und mich nicht über. Also ich finde, du stehst ja schon echt da an. Ich erinnere mich an die Situation mit Finja, wo du auch wirklich krass für sie eingestanden bist in der U-Bahn. Und also ich glaube, ich würde dann nie nichts sagen und einfach gehen. Ich weiß nicht, ich kann es, man kommt ja voll auf die Situation drauf an, aber ich würde, wenn, dann wirklich einfach immer so sagen, schreien. Ja. Kann jemand jetzt was machen? Ich kann das nicht, kann jemand helfen? Oder keine Ahnung, irgendwie so, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Oder auch bei so sexueller Belästigung, also auch wenn mir das passiert, meistens sage ich schon verbal irgendwas zurück, aber auch da hat man ja irgendwie, man kann halt die andere Person nicht gut einschätzen. Man weiß nicht, was kommt da jetzt zurück, wenn ich mich jetzt wehre, wenn ich jetzt vielleicht auch irgendwo eingreife, vielleicht habe ich die Situation gerade auch missverstanden oder so. Da will man natürlich auch nicht
zu voreilig sein. Also aber genau die gleiche Situation, ne? Wieder, man sitzt hier so zu Hause und ist so, boah, ich lasse mir sowas nicht gefallen, ich finde sowas so dumm und ich bringe auch manchmal so dumme Sprüche dann nachdem, die vorbeigegangen sind, also wenn wir halt so unterwegs sind. Aber ich, dann in der Situation traut man sich das dann doch nicht, dann direkt zu sagen, weil man den Gegenüber überhaupt nicht einschätzen kann. Und man sagt immer, ich will für mich einstehen, ich will mich nicht so behandeln lassen, mit mir umgehen lassen. Aber andererseits lässt man das dann doch lieber irgendwie eher so sich sagen, statt irgendwas zu riskieren irgendwie. Mhm. Also als ob der mich jetzt schlagen würde oder sowas. Aber wisst ihr, was ich meine? Aber es ist irgendwie, wenn ihr so sexuell belästigt werdet, also auch verbal oder so, sagt ihr dann irgendwas zurück oder macht ihr da irgendwas oder geht ihr einfach weiter? Ich glaube, es kommt wirklich voll drauf an. Ich habe eine richtig gute Story dazu, auch weil du jetzt gerade meintest, dass man dann immer darauf hofft, dass die Mitmenschen irgendwie was tun. Ich weiß nicht, ich bin einmal U-Bahn gefahren, da war ich wirklich 14 oder so. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt, ich bin mir sicher, mit einer Freundin zusammen. Und es war eine relativ volle U-Bahn, also U2, einfach Berlin. Und wir sind eingestiegen und da war schon die ganze Zeit so ein betrunkener Typ am Bahnsteig, der schon sehr auffällig einfach stark betrunken und schon so über den Bahnsteig gelaufen. Der ist dann in denselben Waggon gestiegen wie wir. Und ich bin reingelaufen, ich hatte so eine Skinny Jeans an. Mhm. Und dann hat er sich die ganze Zeit schon an meine Freundin rangemacht. Und dann habe ich ihn halt wirklich einfach nur so doof angeguckt. Und also mäßig so, kannst du bitte gehen? Und dann sind wir vor dem weggegangen. Und die U-Bahn war voll, Leute. Es waren wirklich, alle Plätze waren belegt. Es standen Leute überall. Und ich bin weggegangen. Und er hat mir wirklich vor allen Leuten auf den Arsch geklatscht. Laut. Wirklich nicht so ein bisschen, sondern wirklich geslappt. Oh, wirklich. Hallo? Und ich war 14. Das hast du noch nie erzählt. Das hast du wirklich noch nie erzählt. Das war wirklich schlimm. Wie alt war der Typ ungefähr? Anfang 40. Boah. Und keiner, Leute, keiner hat was gemacht. Da saß eine Jungsgruppe, alle haben gelacht. Was? Alle haben gelacht. Und die waren alle so 25. Alle haben gelacht. Und ich bin weggegangen und ich habe nur meine Freundin angeguckt. Ich war so, hast du das mitbekommen gerade? Und es hat, niemand hat was gemacht. Und seitdem habe ich wirklich, ich hatte die Hoffnung in der Menschheit verloren. Wirklich, ich war so, oh mein Gott, ich frage niemals irgendjemanden wieder nach. Also, weil, was war das denn? Ja. Das ist so heftig. Also, einfach. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, der Typ oder die Reaktion der Leute. Eigentlich die Reaktion der Leute ist noch schlimmer, weil man weiß einfach, also, es gibt so Typen, geschockt. Es gibt so Kranke, die einfach Leute anfassen. Ein 14-jähriges Girl. Wie traurig ist das bitte? Es war wirklich bad. Boah, ich hätte den so, also wenn man, ich muss sagen, ich glaube, ich wäre mutig in so einer Situation, wenn wirklich viele Leute unterwegs sind, also so um mich rum sind. Ist aber wirklich voll. Wenn er handgreiflich werden würde, schade eigentlich, dass man schon mit sowas rechnen muss, aber wenn irgendwas passieren würde, dann würde ich den, also, wenn du das wärst, ich wäre, also for real, da wäre ich, glaube ich, wirklich extra. Ich wäre so umgedreht und hätte den so festgehalten, hätte ich den. Ja, aber das Ding ist, ich hätte den so krank geslappt. Aber man will dann auch nicht slappen, weil er wäre schnell aus der U-Gang rausgekommen, glaube ich. For real. Boah, würdest also, du den aber erkennen? Er war wirklich, wirklich stark betrunken, Leute. Und er hat die ganze Zeit, ich wusste dann, man weiß dann auch nicht, wird der handgreiflich, wenn ich den jetzt als 14-jähriges Mädchen angreife. Ich selber. Leute, also, das ist so schlimm. Der war wirklich unangenehm betrunken. Der ist schon die ganze Zeit so mäßig gelaufen. Ich wette, alle anderen hatten auch Angst vor dem. Ja, und niemand deswegen war deine erste Reaktion, wir lachen jetzt erstmal. Das ist so schlimm. Ich fand's wirklich krass. Ich glaube, ich selber in so einer Situation, wäre ich du gewesen, ich hätte mich nicht getraut, was zu sagen. Also, ne? Ich stand unter Schock. Ich, genau. Aber wäre ich deine Freundin gewesen, hätte ich was gesagt. Also weißt du, was ich meine? Ich kann irgendwie verstehen, dass man selber erstmal das realisieren muss. Ja, aber sie ist auch vor mir gelaufen und hat sich nicht nach hinten gedreht. Wären wir, so schnell alles. Wären wir jetzt zusammen unterwegs, meine ich jetzt, weißt du, dann. Und hätte ich das gesehen, natürlich, ja. Aber ich glaube, ich verstehe, dass du nichts gesagt hast, weil man das erstmal so realisieren muss. Und erstmal so, oh mein Gott, was ist gerade überhaupt passiert? Das waren ja wahrscheinlich auch Sekunden. Es ging mies schnell. Ja. Und sie ist halt vor mir gelaufen, weil wir sind ja legit weggelaufen aus von ihm. Aus der U-Bahn raus. Nee, einfach so mäßig zum anderen Ende von dem Waggon. Ah, oh Gott. Weil wir ihn halt so unangenehm fanden, dass wir halt weggehen wollten. Ja. Sie ist vor mir gelaufen. Ich habe ihn halt so scheiße angeguckt, weil ich halt so, ne, ich wollte halt sagen, lass sie mal in Ruhe, weil er sie die ganze Zeit schon so komisch angeredet hat. Und dann bin ich halt hinter ihr hergelaufen und dann hat er mir halt so, Junge. Das ist so respektvoll. Und alle Leute. Wahnsinn. Saßen da und haben gelacht. Ich dachte mir, boah, das kannst du keinem erzählen. Das ist wirklich so schlimm. Nicht. Das ist richtig schlimm. Vor allem 14, und ne? Vor allem 14 und mit der vollen Hand auf den Arsch. Es ist wirklich heftig. Und dann lachen. Ja. Ist wirklich, das Problem ist, bei so alkoholisierten 25. Leuten. Maximal, weißt du, also. Bei so alkoholisierten Männern weiß man halt einfach nicht. Die sind total auch mit Aggression aufgeladen. Ja, wenn du jetzt dich umdrehst und den irgendwie angreifen willst,
Ich hätte niemals mit Liebe rangelt der dich auf den Boden, weißt du? Also so, der wartet wahrscheinlich nur drauf, dass er irgendwen boxen kann, so gefühlt, weil er halt einfach aufgeladen ist. Und deswegen auch, wenn da so ein 25-jähriger Dude auf den drauf geht, okay, wobei, die werden wahrscheinlich überlegen gewesen. Das war eine Jungsgruppe, das waren so Typen, die so, die kamen nicht aus Berlin, sag ich, glaube, die waren so aus Bayern und haben da halt so Urlaub zusammen gemacht. Das war wirklich, erbärmlich. Ich glaube, wirklich eine Zehnergruppe Jungs. Also das kannst du, nee. Also wirklich, da, keine Excuse eigentlich. Das ist so schlimm, also das tut mir total leid und ich weiß auch leider gar nicht, was man da jetzt hätte anders machen können, weil ich finde es gut, dass du was gesagt, also dass du trotzdem was gesagt hast zu dem Typ. Also, ich habe ja nicht mal gesagt, ich habe ihn wirklich einfach nur angeguckt und war so. Achso, ihr habt nicht mal gesagt, hör mal auf uns anzudingsen, oder? Nee, nur so halt. Ja, man traut sich halt wirklich in der Situation. Er hat auch kein Deutsch gesprochen, muss ich dazu sagen. Ich meine, als er die Freundin erst angemacht hat, da meinte sie, haben so ein bisschen. Ich weiß, aber wir sind ja auch in so einer, also ich kenne mich ja auch in so einer Situation, dass man dann eher auch, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach auch Deutschland ist und man sich so verhält hier, dass man nicht so direkt was sagt, aber ich kenne das auch eher, wenn unangenehme Leute in der Bahn sind, dann sagt niemand was. Nee. Niemand sagt was. Und es ist schon was Krasses, wenn jemand dann sagt, ey, komm, reiß ich mal jetzt oder so, sondern alle gehen erstmal schön weg, alle stehen da, halten das so lange aus, bis es halt wirklich, bis es hier das gar nichts mehr geht. Und alle sind dann so mäßig erleichtert, wenn der aus der Bahn steigt. Und was man dann noch eher macht, ist, dass man selber den Waggon wechselt, statt halt irgendwas zu sagen. Klar. So. Ja, anyways, Leute, also lass mal Thema wechseln, weil sonst wird es hier ganz schön deep. Aber ich finde es sehr krass. Das ist und halt auch heftig. Irgendwie mal so ein bisschen Wake-up-Call, auch für die jetzt, die das alle so jetzt hören. Ja. Dass das, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube auch als betroffene Person ist man froh, wenn wenigstens eine Person den Attempt macht, was zu sagen. Ja. Als die Situation mit Finja war, wo sie halt mega blöd angeredet wurde, ich habe halt sofort zurückgeschossen verbal. Und zwei andere haben halt auch was gesagt und ich glaube, es hat Finja einfach mega geholfen, dass sie gesehen hat, dass andere auch irgendwie einstehen. Das gerade nicht okay finden und irgendwie einstehen für sie. Ja. Und das ist, glaube ich, hilft auch schon, wenn man einfach so ein bisschen Anteilnahme zeigt und nicht einfach nur die Augen zumacht und ignoriert. Ja, voll. Ich glaube, das kann man daraus ziehen. Anyways. Ja, Paris, ne? Genau, das war eigentlich Paris. Und ihr wart in der Zeit auf ein paar Events. Ja. Wir wollen jetzt natürlich nicht immer so kranken Influencer-Event-Talk machen, aber war ist irgendwas so spannend. Spannendes passiert? Nee, wirklich nicht. Also das eine Event, wo ich war, statt dem Losteria-Event, das war so ein bisschen mehr auf Trash-TV-Menschen und so ein bisschen, ja. Geil. Ja, ich würde sagen Trash-TV, GNTM-Leute, Beauty-Influencer, sowas, so sehr auch auf schick gemacht. Ich habe mich sehr unschick gefühlt, aber keine Ahnung, war mir dann irgendwie auch egal. Da, es gibt so einen Typen, ich glaube, von dem haben wir dir auch schon mal erzählt, der ist ein bisschen älter. Also es ist so ein wirklich erwachsener Mann, 40 oder so. Älter. Der ist so oft auf solchen Events und der ist kein Manager, er ist kein PR-Typ. Na, da war ich doch immer dabei, natürlich kenne ich den. Aber der war jetzt wieder da. Der war das da hat schon wieder. Erzählt. Der hat immer ein bisschen angemacht. Er, beim ersten Mal, als wir den gesehen haben, waren wir bei Superdry. Und dann hat er immer so angemacht und war halt so mäßig. Bist so, du Single? Bist so du Single mäßig. Eigentlich? Und der ist wirklich legit 50. Wirklich ekelhaft, ne? Also kannst du dir mal, kannst du dir vorstellen, dass wir ein bisschen schreiben? Was wir ein bisschen schreiben? Wahnsinn, Leute, ihr versteht nicht. Das ist, was sich die Leute erlauben. Das glaubst du nicht. Und ich habe den bei Superdry als erstes gefragt, was machen sie eigentlich? Ja, genau. Weil ich wissen wollte, wer ist das denn? Was nimmt der sich hier gerade raus, uns anzuquatschen, ob wir Single, also Emma erstmal und danach auch mich beim anderen Event, ob wir jetzt hier irgendwie Single sein und der war ist irgendwie Ende 40 und vor allem auf so eine ganz schmierige Art und Weise, dürfte ich dir aus der Jacke helfen? Ja. Du wunderschöne Maid, sag mal, bist du eigentlich Single? Kann man dich vielleicht mal kennenlernen? Und ich denke mir so, hä? Halt's wo mal. Bist du denn? Und dann hat er uns halt erzählt, dass er, nö, ich bin nur plus one. Nee, ich bin in der Energiebranche. Genau, in der Energiebranche da waren wir alle tätig. Drei so. Weil wir dachten ja erst mal, ne, sagen wir mal kurz ehrlich, sagen wir mal, Emma und ich dachten in dem Moment so, yo, vielleicht ist ja was Krasses, ne? Wir müssen CEO connecten. Ihm gehört Superdry. Ja, genau. Keiner weiß ja. Nein, er ist nur plus one. Er ist halt befreundet mit einem von, oder ich glaube, das ist vielleicht sogar sein Bruder. Ich habe diesmal nämlich seinen plus one gesehen, also sein, mit dem er da war. Der sieht dem sehr ähnlich auch. Okay. Und ich kann mir vorstellen, das ist halt dann irgendein PR-Typ, der den immer mitnimmt, diesen Alten. Der hat eine Brille auch und ist so ein bisschen, auch so, man will nicht mit dem reden. Und auf diesem Event, diesem bisschen trashigen, schicken Event, also es war sehr schick, wirklich so Ballkleid-schick, da war er natürlich auch wieder am Start. Und ich bin an ihm vorbeigegangen und war so, Alter, jetzt ist er auch wieder da. Er war gerade an einer Influencerin dran, die kannte ich sogar auch und also nicht persönlich, aber ich wusste halt, das ist eine Influencerin, die war auch voll schick, alle sahen ja super todesschick aus. Und er hat wirklich, als ich vorbeigegangen bin, gerade den Satz gesagt,
bist du eigentlich vergeben? Könnte man dich mal kennenlernen? Und ich habe so einen Flashback bekommen. Ich habe wirklich das Kotzen bekommen. Ich habe sie angeschaut beim Vorbeigehen so, als ich halt wieder nach hinten geschaut habe und habe so meine Augen so groß aufgemacht und sie hat so richtig verzweifelt geguckt, meinte so zu ihm, ja, ich habe leider einen Freund und hat mich so richtig kopfschüttelnd angeschaut. Und dann ist er direkt weiter mir hinterhergegangen, weil er halt gesehen hat, dass ich vorbeigegangen bin und hält mich so, also hat mich so angetippt und war so, warte, habe ich dich nicht auf dem Losteria-Event gerade gesehen? Also das wäre das mit Tom Beck gewesen davor, wo ich Gott sei Dank nicht war. Also wegen dem Typ, ne? Gott sei Dank meine ich jetzt. Dann war ich so, nee, tatsächlich nicht. Dann steht er noch so vor mir und ich bin halt einfach straight weitergegangen, weil ich konnte es mir echt nicht geben. Der ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, er sieht eklig aus, aber also er ist einfach ein ekliger Mensch. Ja, in es dem ist Sinne. Super eklig. Er hat sich jedes Girl da angesprochen auf dem Event. Und so desperate, Leute. Unfassbar desperate. Also sofort würde der mit mir nach, also es ist wirklich sehr traurig, wenn er mich nochmal, ich hoffe, dass er mich nochmal anspricht. Wir müssen ihn eigentlich mal und dann werde ich ihn krank konfrontieren, Leute. Ja. Da gibt es hier dann ein Update, weil ich habe damals schon gesagt, damals meinte ich schon, ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu alt für sie bei dem anderen Event. Genau, ich glaube, sie sind ein bisschen zu alt für uns. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, suchen Sie sich jemanden in Ihrer Altersgruppe, weil ich wollte nicht respektlos sein, aber... Aber du hast was in die Richtung gesagt, glaube ich. So ein bisschen, ich glaube, wir sind nicht Ihre Altersgruppe. So. Ja. Ja, genau. Ja, aber sonst war das Event süß, ne? Ich habe Da meinte Friends er sogar noch, warum, wie alt schätzt du mich denn? Ja, und wieso, meinte ich bin doch erst 18, wink. Oh. Kotzen, wirklich. Da meintest du sogar noch so, 46. Das hat ihn ein bisschen gekratzt. Also Events wieder mega okay gewesen. War aber wirklich, das war sehr lustig. Da haben wir getanzt und es waren auch ein paar sehr coole, also große Influencer da und halt dieser Schauspieler wieder. Es war irgend so eine Schauspieler-Week in Berlin, deswegen waren so Schauspieler-Events. Ja, aber war nett auf jeden Fall. Okay. Und dann sind wir, also dann kam ich aus Paris wieder, ich war einen Tag da waren wir hier Nägel machen und nochmal ein bisschen shoppen für Harry. Dann habe ich eigentlich immer nur schnell Wäsche gewaschen, fertig gemacht und dann am nächsten Tag morgens direkt losgefahren nach München zum Harry-Konzert. Und wir können uns ja ein bisschen kürzer halten. Ja. Also Harry-Konzert. Wir haben uns wirklich um 9 da angestellt, Leute. Ja. Und es war geisteskrank, wie viele Leute da schon waren. Also wir dachten ja schon, wir sind verrückt, dass wir uns morgens da anstellen. Aber da haben Leute gecampt. Die Schlange für Front of Stage, die war gottlos lang. Also ich sag 150 Meter mindestens. Mehr. Ich sag 200 mehr. Meter. Mehr. Nur an Leuten, die anstanden. Genau. Und wir hatten ja Johnny's Place-Karten für den ersten Tag. Und die Leute, also wirklich die Schlange von Front of Stage. Ja. Die waren also ich dachte wirklich, ich sehe nicht richtig, ne? Ja. Es war wirklich krank. Also viele Leute schon da. Wir waren halt auch jetzt so, ich sag 100 Leute vor uns oder so bei Johnny's Place. Und haben da halt irgendwie den Tag verbracht, mit Mädels ganz nett rumgeredet und selber irgendwie eine funny Zeit gemacht. Ich war voll überrascht, dass so viele Leute da richtig so Equipment dabei hatten, so Matten und Stühle und da irgendwie gecampt haben gefühlt. Also das habe ich so noch nie gesehen. Das war für mich sehr interessant und sehr neu. Ja. Same. Ja, die haben ja dann wahrscheinlich alle so ihre Autos dann da gehabt oder so und konnten das dann halt alles da so abstellen und reintun wieder oder irgendwie die Mamas haben es abgeholt oder so. Also viele auch unterschiedliche Leute da, so auch viele, wo man jetzt sagt, okay, wir identifizieren uns jetzt nicht so mit denen. Ja. Viele aber auch ganz süße, nette Mädels auch. Und die uns auch teilweise angesprochen haben. Sehr sweet. Ja. Das war echt eine sehr schöne, also gute Stimmung. Ja, fand ich auch. Ja, voll. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass es vielleicht so, nein, das war mein Platz oder ich will vor und dann vor allem, wenn man reingelassen wird, dass da so ein bisschen so ein Gerangel ist, aber das fand ich. Ich glaube, das war ganz gut auch organisiert mit diesen Nummern dann. Ja. Also niemand hat sich vorgedrängelt oder so, also. Sehr friendly alles auf jeden Fall. Sehr friendly. Konzert war auch sehr cool, also mega gute Energy fand ich jetzt, so im Vergleich zu den Konzerten, wo ich sonst so war. War das schon wirklich ein nicht Top-Energie. Vergleichbar irgendwie auch. Die Leute fühlen das auf einem anderen Level, habe ich das Gefühl. Ja. Auch so viele mit so süßen Outfits. Ich dachte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, wie so viele hübsche Mühe Girls sich die Leute gegeben haben für diese Outfits. So viele hübsche Girls, die ja, also wirklich gorgeous. Aber wir müssen dazu sagen, wir hatten dann, wir waren an der Barricade, Leute. Mhm, ganz an der Seite, wir waren ja am Johnny's Place, das ist so, man ist so eingetragen. So ein Viereck sozusagen, um einen rum läuft Harry so rum. Genau, und wir standen an der einen Seite
Und das war genau der Platz, den wir uns auch ausgesucht haben. Ja. Also wir standen eigentlich genau da, wo wir uns auch vorgenommen hatten zu stehen. Ja. Genau, wir wollten uns nicht ganz nach vorne an die Stage, weil dann ist der Abstand so weit und er läuft ja dann auch rum und so. Und letztendlich können wir aber sagen, wir haben uns schon sehr lange angestellt, dafür, dass er leider nicht so oft an uns vorbeigelaufen ist. Ich sag dreimal, wenn es hochkommt. Ich sag max viermal, aber das vierte dann nur kurz einmal. Mit dem Rücken so. Ich sag, er hat uns in unsere Richtung geschaut einmal. Maximal, aber auch nur über uns rüber. Ja. Das ist natürlich ein bisschen sad, kann man halt nie wissen. Man war nah dran. Man kann es halt nicht wissen. Aber ich sag, er ist halt nicht mal so gewalkt langsam, sondern er ist immer nur so rumgesprungen bei uns. Und auf der anderen Seite halt so, hat er geguckt, mal gewunken und blablabla. Also man kann es ja wirklich nur, deswegen machen wir auch niemandem einen Vorwurf. Wir haben halt gesagt, wir machen das jetzt, um zu schauen, wo wir dann, wie es halt so ist. Und jetzt wissen wir für die nächsten Male so Bescheid, aber ich würde mich wirklich nie wieder so nah, also lang anstehen, um dann da so desperate zu stehen und zu hoffen, dass er jetzt mal vorbeikommt, weil ich dann doch, ich mag ihn natürlich total gerne, aber im Johnny's Place kannst du keinen schlechten Platz haben. Und dann bin ich doch lieber dann da für die Musik, als dann da 2 Stunden zu hocken und zu hoffen, dass Harry mir in die Augen guckt, sich in mich verliebt und mich bumst danach. Also ich sag, so wie es ist, da bin ich dann doch eher was anderes down. Ja, nee, ja, same. Vor einfach mal ein bisschen realistisch bleiben. Ja. Down to earth, Hannah, mega cool. Ich fand auch dadurch, also Hannah und ich waren dann den zweiten Tag auch noch da und da hatten wir halt den direkten Vergleich. Ja. Wie spaßig das auch sein kann. Also wir standen dann im Innenraum ganz hinten. Wir sind wirklich so an der 19 Seite. Uhr da gewesen. Wir sind wirklich so während der Vorband so reingewalkt. Ja. Und Leute, es war so lustig. Wirklich die Energy von den Leuten. Ich fand die Energy fast besser als die im Pit. Okay. Weil die Leute einfach getanzt haben. Alle waren irgendwie so miteinander. Nicht und man so hat dann so auf den null. Und auch nicht so null am Handy fokussiert auf und ihn. Gar nicht, ja. Und so. Sondern das ist halt wirklich so eher, wir hatten einmal so die Experience mit ihm, nah an ihm sein und die Person nah sehen und einmal halt wirklich die Musik fühlen einfach. Und ich meine, ich habe es davon auch sehr gefühlt. Ich muss sagen, ich habe es natürlich auch sehr gefühlt. Natürlich. Und es war krank. Ich fand es wirklich auch sehr emotional. Also, aber so, dann Innenraum hat schon auch nochmal Fun gemacht. Scheiße war natürlich, dass der Oberkörper frei rauskam. Ja, das hat uns in unserem Herz getroffen. Aber folgt mir auf TikTok, da seht ihr die Reaction. Aber selbst, ich fand jetzt wirklich nur im Vergleich dieses ewig lange Anstehen dafür, dass wir in der zweiten Nacht einfach reingelaufen sind und Best Time of Our Lives hatten. Ja, genau. So. Ich würde jetzt wirklich auch nächstes Mal Johnny's Place, ich sage, ich würde da um 15 Uhr hingehen. Ja, und einfach in die Mitte stellen. Man hat eine geile View. Anfangs, ja genau, irgendwie, man kann ja da wirklich auch mitlaufen und man steht maximal, keine Ahnung, dann an den Seiten dritte Reihe. Die Leute, die dann da halt so gecampt haben, die haben sich halt alle ganz nach vorne gestellt. Mhm. Aber das finde ich halt auch mal, weil der Abstand so riesig ist und man so hoch guckt und dann auch. Also, ja, ich frage mich, ob sich Campen da überhaupt so lohnt. Für Johnny's Place nicht. Für Front of Stage safe. Weil da hat er ja wirklich die ganze Zeit eigentlich interacted so mit den Leuten. Deswegen, wir haben auch die ganze Zeit nicht gecheckt, warum campen die denn jetzt hier für Front of Stage? Mhm. Aber dann haben wir es gecheckt. Also, ich sag, es war gut, dass wir es gemacht haben, um es herauszufinden. Es war nicht enttäuschend, weil wir hatten trotzdem eine krank geile Zeit. Ja. Aber trotzdem im Vergleich ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber einfach, weil es auch schwer ist, das gerecht aufzuteilen. Dann, ich glaube, er hat es halt auch aus der Intention raus, läuft er dann halt einfach mal rechts, mal links. Ja. Aber er ist wirklich an diesem Abend, wirklich, hat er sich eher auf der rechten Seite aufgehalten. Und wir standen halt links und dann will man ja auch seinen Platz nicht aufgeben. Ja, genau. Das ist einfach und ein bisschen Glückssache. Und das war halt, es war wirklich einfach. Aber das ist halt das Risiko, mit dem man dann da hingeht. Aber ich finde das auch voll okay. Also ich meine, ich habe zwar krank gefroren, aber ich habe zwischendrin Sushi geholt, als wir da in der Schlange standen für die Mädels und war ein bisschen noch in der Stadt unterwegs und das ging dann auch vorbei. Ich fand, das Warten ging, also für mich persönlich, ich weiß, für euch glaube ich nicht so, aber für mich ging es so schnell vorbei irgendwie, also wir haben auch Spiele gespielt. Wir haben Spiele gespielt, wir haben irgendwie Leute beobachtet, einfach gequatscht mit denen oder ich weiß nicht, ich hatte halt kurzzeitig auch Unterleibsschmerzen, da lag ich halt immer ein bisschen am Schlafen, keine Ahnung. Dann wieder auf Klo gehen, dann trifft man wieder irgendjemanden oder ich weiß nicht, lustige Videos gedreht oder so. Also am Ende, wir standen ja wirklich 12 Stunden da eigentlich, bis der so kam mäßig. True. Also ich sag 11,5 Stunden, bis Harry kam. Oh Junge. Aber dann auch, als wir drin saßen, haben wir so nett mit den Mädels da gequatscht und haben irgendwie, die waren super, es ging so schnell vorbei. Wenn man sich halt wirklich darauf einlässt und halt weiß, okay, den Tag verbringe ich jetzt mit Warten,
aber mit einer tollen Energy, weil jeder ist dafür da, jeder hat irgendwie so das gleiche Feeling, freut sich auf das Gleiche und so. Also ich finde, das ging wirklich klar. Ich würde auch nicht sagen, dass ich das Warten schlimm fand, sondern ich bin wirklich erfroren. Also es war wirklich kalt. Ja, das war scheiße. Es waren wirklich 13 Grad bewölkt. Es war ab und zu Sonne, das war ganz geil. Ja. Aber ich würde mich niemals wieder bei diesem Wetter anstellen, weil es war wirklich kalt, Leute. Wirklich. Also bei euren anderen ist es ja dann auch schon so Juni oder sowas. Ja. Und ich freue mich voll, dass ich dann auch nochmal Innenraumkarten habe. Dann kann ich das auch mal miterleben. In Frankfurt habe ich auch Innenraum. Mhm. Aber wir müssen eigentlich noch, Emma, erzähl mal unsere Fahrt vor dem zweiten Harry Styles Konzert. Oh mein Gott. U-Bahn. In der U-Bahn. Wo wir, also wir, Okay, also wir waren an dem Tag vor der zweiten Night, wo Hannah und ich ja eh schon vorhatten, dass wir da erst so 19:30 reinwalken. Entspannen. Waren wir halt noch so in der Stadt, haben uns noch mit einem Kumpel getroffen, so alles entspannt. Und dann, ne, wir gucken immer auf Karten, wie wir zurückfahren, dann zu unserem Hotel. Und wir standen an dem Bahnsteig, sind dann einfach in die Bahn reingestiegen. All good. So, dann fahren wir mit dieser Bahn und wir halten irgendwie an irgendeiner Station. Station, genau. Und Hannah sagt noch, oder du sagst noch an dem Moment. Ich habe so gesehen, Hannah, ich habe mich so umgedreht und war, war so, boah, geil, wir haben den Waggon für uns, lass mal Fotos machen. Lass mal Fotos machen. Geil, der Waggon ist ganz leer, nice, Türen schließen. Wir haben einfach gequatscht und haben nicht mitbekommen. Genau, dann so läuft noch so zur anderen Seite und ist so, boah, der andere Waggon ist auch leer. Ja, die war noch so, boah, krank. Krass, Alter. Ganz leere Bahn. Und dann, ich bin so, kann das sein, dass das Endstation war? Aber da sind wir zu dem Zeitpunkt sind wir schon gefahren wieder. Ja. Also, und wir fahren so. Und es war auch schon so ein Tempo. So fährt eine U-Bahn eigentlich nicht. So ein bisschen slow. Bisschen zu slow. Und wir fahren so eine Minute, sage ich, und bleiben halt in so einem Tunnel stehen. Ich habe Panik gekriegt, ne? An beiden Seiten der Fenster war einfach Mauer. Es war schwarze Mauer. Wir hatten halt das Licht im Waggon, deswegen war es nicht komplett dunkel. Mein Herz hat aber gebrochen. Rechts und links war nur Mauer. Und wir haben realisiert, wir sind über die Endstation hinausgefahren und hier ist gerade irgendein Zwischenstadium. Und wir waren schon wieder so, okay, Harry Styles Konzert heute steht auf der Kippe, ach du heilige Kacke. Weil es war schon so 17 Uhr auch. Es war so 17.30 Uhr, sowas. Wir wollten zurückfahren ins Hotel, damit die beiden sich fertig machen können. Und es war dann schon ein bisschen, weil man weiß ja nicht, also ich mir ist das noch nie passiert, man weiß ja nicht, wie lange steht dieser Waggon jetzt hier. Also drückt, ich glaube, Emma hat erstmal auf diesen Notknopf oder auf Hannah, wo auch niemand drangegangen ist. Ich weiß nicht, was der Sinn von dem Knopf ist. Ich hatte dann kurz Angst, dass wir jetzt so 200 Euro zahlen müssen, weil wir so, wir haben jetzt nicht diese Bremse gedrückt. Nein, wir haben so einen Notruf. Genau, Notruf halt. Und du bist dann auch noch so zu den anderen Enden von dem Ding gegangen und warst so, ach du Scheiße, am Cockpit sitzt auch keiner. Offensichtlich sitzt niemand am Cockpit, Leute. Weil wenn da zwei Waggons hintereinander sind. Aber ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, was ich dachte. Und dann haben wir auf jeden Fall die Fenster aufgemacht. Und standen auf jeden Fall, wir wurden hektisch. Wir wurden krank hektisch und sind rumgelaufen. Hannah wurde ein bisschen so traurig hektisch. Also so, so kurz so vom Weinen. Ja, weil ich kann sowas nicht. Und ich habe nur die ganze Zeit geschrien so, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich habe gelacht. Ich war so geil. Dann sind Emma und ich an das Fenster gegangen, was angeklappt war. Und wir waren wirklich so, hallo. Emma steht auf dieser Bank mit dem mit dem Kippfenster und schreit durch diesen Schlitz. Die geht ja nicht ganz auf, so, hallo. Und dann läuft wirklich ein Typ aber an uns vorbei. Und so ballert gegen, diese Scheibe. Und er guckt uns nicht mehr an. Er ist legit einfach vorbeigelaufen. Ich sag, er hat sowas gemacht wie so, sowas hat er gemacht. Ja, ich glaube, er meinte letztendlich so, ich fahr gleich wieder zurück oder so. Aber wir haben es nicht verstanden und ich noch so, wie bitte? So funny. Wie so Mädels wirklich mit so einer ganz netten Stimme meinte Emma so, wie bitte? Wir haben das nicht verstanden. Hallo? Der Typ war schon längst weg. Ich war so bodenlos. Der hat uns einfach ignoriert. Oh mein Gott, hat der uns nicht gehört? Was ist das? Ja, legit. Wir sind dann 2 Minuten später wieder zurückgefahren. Ja, dann haben wir gecheckt, okay, der wechselt halt die Seite, um den Zug wieder zurückzufahren und sozusagen die andere Spur. Ja. Ne? Aber es war schon auf jeden Fall ein Schockmoment. Hanna hatte auch dann irgendwie Dreck im Gesicht. Vom Fenster, aber ich habe es so aufgemacht und dann hatte ich so Dreck und wir stiegen so aus, so nach 5 Minuten. Ja, es waren so 5 Minuten. Adventure. Ich fand aber es kam mir viel länger vor. Echt turbulent. Ja. Kann ich auch noch an alles erinnern, als wäre es gestern gewesen. Safe. Nee, war lustig. Also ihr findet auf jeden Fall Fotos auf dem She's Talking Instagram-Account. Ja, ich habe da ein paar Fotos in der Situation gemacht, weil es einfach wirklich funny war. Ja.
Und dann waren wir auf jeden Fall auf dem Harry Styles Konzert. Und ich war den süßen alleine. Abend gemacht. Ja, genau, so ist es nicht mitgekommen. Ich kannte ja niemanden in München und dann war ich halt so, oh cool, ich gehe ins Museum, weil Haus der Kunst ist kostenlos für Kunststudierende. So, als würde ich irgendwie Kunst studieren. Aber zählt, ja. Kam auf jeden Fall kostenlos rein. Danach bin ich einfach dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe so dieses Barlife gesehen. Da war echt viel los auf den Straßen. Ich war so in dem Univiertel. Und dann bin ich an so einer Bar vorbeigelaufen. Die hatte so eine komplette Glasfront. Und ich habe gesehen, dass da echt viele Leute drin waren und so eine Bühne. Und ich hatte irgendwie Lust noch, keine Ahnung, irgendwas zu erleben, irgendwas zu machen. Und dann bin ich da einfach reingegangen in diese Bar. Ich musste mich sehr überwinden, weil das war so eine Studentenbar. Da stand irgendwie so Uni-Werk, bla bla bla. Mhm. Und da war gerade kurz Pause, so Raucherpause. Und dann bin ich einfach mit den Rauchern reingelaufen. Es war auch, also dann irgendwie kostenlos. Es war halt so eine Stand-Up-Comedy-Show letztendlich. Ich wusste das erst nicht. Und ich war noch nie in einer Stand-Up-Comedy-Show. Deswegen habe ich mich eigentlich richtig gefreut. Und war so geil. Ich mag Humor. Ich mag eigentlich Comedy teilweise. Mhm. Und war irgendwie, ja, auf alles eingestellt. Aber nicht darauf, dass jeder einzelne Comedian, da waren wirklich, ich glaube, es waren 5 verschiedene Comedian, die ich da noch miterlebt habe. Und es ging nur um sexistische Witze. Also das ist no joke. Es gab eigentlich kaum andere Witze als Frauenmasturbation, die Frau in der Küche, Männer auch ein bisschen über sich selbst lustig machen. Also es waren hauptsächlich Männer. Aber auch nur sextechnisch. So, nee, sextechnisch. Ja, ich komme viel zu schnell. Ich komme viel zu schnell. Oder in der Beziehung irgendwie, ja, die Frau hat die Hosen an. Ja, ich muss da jetzt mal wieder irgendwie durchgreifen. Irgend so eine Scheiße. Ich habe mir auch einen Witz aufgeschrieben, weil ich es wirklich, ich dachte mir so, wo sind wir denn hier? Vor allem, es war ja eine Student, also es waren ja junge Leute, ja. So unser Alter, bisschen älter vielleicht noch. Aber der eine war dann auch irgendwie so, ja genau, die Beziehung war irgendwie scheiße und dann gab es die Option, entweder man heiratet halt oder man macht halt Schluss und jetzt sind die halt verheiratet, hahaha. Aber sie hätten doch auch ein Kind machen können, dann ist das so ein traumatisiertes Kind, was dann irgendwann Stand-Up-Comedian wird. Meine Güte, ja. Ist das lustig. Unfassbar funny. Oder ja, die Beziehung ist auseinandergegangen, wieso? Ja, die Frau war einfach irgendwann schlecht in der Küche. Dachtest du, ich sag schlecht im Bett? Nein, schlecht in der Küche. Beides wäre dumm gewesen. Ich verstehe das nicht, Leute. Es gibt so lustige Menschen. Es gibt so viel, was man erzählen kann, was man lustig rüberbringen kann aus dem Alltag, irgendwelche Situationen, wo jeder relaten kann. Oder einfach, ich weiß es nicht, interaktive Comedy oder sowas. Ja, voll. Die haben auch Leute aus dem Publikum befragt, aber halt so. Auf unlustig. Und was machst du? Ja, Bundeswehr. Ah, du kriegst bestimmt viele Frauen ins Bett. Ja, sieht man an deiner Größe. Steh mal auf. Oh, safe, 2 Meter bist du, oder? Krass. Ey, ich krieg Angst, wenn ich dich auf der Straße sehe, da laufe ich weg. Safe, hü. Da verstecke ich meine Freundin. Da will ich nicht, dass sie dich sieht. Also so der Vibe halt. Und ich find's so schade. Weil es ist einfach nicht lustig. Ich finde, Stand-Up-Comedy ist auch schwer, das wirklich lustig zu machen, weil du stehst halt da und bist schon so, ich bin jetzt lustig. Und dann wirklich jemanden so zu packen, dass man sagt, oh mein Gott, das war funny. Du musst halt so einen Bogen aufbauen irgendwie. Aber das war schon, glaube ich, sehr, sehr bad im Verhältnis. Boah, also selbst so ein Felix Lobrecht, weiß ich nicht, ob das. Der macht ja auch schon oft sehr grenzwertige Witze so. Aber selbst er kriegt halt irgendwie anscheinend hin. Aber so, ich glaube, es muss auch immer ein bisschen grenzwertig sein. Ja, das ist ja dann auch das Besondere an den Comedians dann vielleicht irgendwie. Man muss es aber auch erlauben können, finde ich. Und nicht jemanden die ganze Zeit beleidigen. Also immer meistens irgendeine Minderheitsgruppe. Und vor allem so sexistisch. Ja. Das ist ja wirklich sowas von 2000. Aber das ist die Comedy-Szene. Also selbst so größere Comedians, ich muss jetzt so an Caroline Kebekus oder so denken. Die bauen sich das natürlich darauf auf, dass sie eben, voll. Aber ist halt irgendwie auch peinlich, dass das dann wirklich so halbwüchsige Studenten sind, die einfach sowas. Wirklich, ihr müsst euch diese relativ uncoolen White Guys vorstellen, die dann da stehen und darüber lachen, dass gerade irgendein Typ über Masturbation und so redet. Also und Lecktücher und sowas. Oh mein Gott, funny, hat er Lecktuch gesagt. Nee, das kann jetzt nicht sein. Wisst ihr, was ein Lecktuch ist? Raised mal eure Hand, wenn ihr das nicht wisst. Dann haben sich ein paar gemeldet und dann erklärt er erstmal, was ein Lecktuch ist. Und dann legst du das dahin und dann hast du dich schon runtergearbeitet an der Frau und dann musst du da so ein Tuch hinlegen. Wie ungeil ist das denn bitte? Und dann lachen alle und ich war so, wirklich, ich stand da einfach so ganz stumm. Ich kann ja gar nicht in Worte fassen, wie dumm ich das finde. Das ist unfassbar. Da wäre ich auch, also. Ich wäre da gern mit euch gewesen. In dem Multiversum, wo ich mich so eine Sachen traue, wäre ich aufgestanden und hätte
hätte irgendwas gesagt. Mikrofon weggenommen, ja. Also wirklich. So, komm on, ihr kleinen Scheißer hier, was ist das denn? Einer war auch Migrant und der hat dann halt natürlich die ganze Zeit auch irgendwie Witze über seine Familie und Migrantenwitze gemacht. Aber das, finde ich, muss halt irgendwie jetzt, also klar. Da ist man immer so das Dümmste, so, also so heraus, dass man sich wirklich so auf so ein Niveau begeben muss, um Lacher zu bekommen und dass man darüber auch lacht. Also sorry, das ist kein Humor oder mehr, also nicht. Nee. Wo sind wir da dann angekommen? Also. Genauso unlustig wie das war auch eine Jungsgruppe, die wir auf dem Weg nach Mallorca kennengelernt haben in der Schlange selber zum Check-in. Selber Humor. Das war nämlich eine Group von so 5 Jungs. Emma hat sie auf 30 geschätzt. Ich sag, die waren nicht älter als 26. Ja, aber so den Dreh. Aber so wirklich so Mitte, sein. Ende 20. Können wir uns drauf einigen? Ja, da gehe ich mit. Mitte, Ende 20. Und die waren halt obviously Ballermann-Touristen und wir fahren da jetzt halt hin, um in den Megapark zu gehen und zu saufen und rumzubumsen. Obviously. Ja. So, und das war wirklich so, ich sag euch ehrlich, und ich habe das auch zu euch gesagt, ich glaube, die werden so, das sind so, außer der eine, der hat mich schon echt mies abgefuckt, aber alle anderen sage ich auch, der eine Chiago hier mit der Brille. Ich sag nur Skibrille. Ja, also die hatten Lederhosen an und hatten T-Shirts an, die sie selber bemalt haben, das kann ja so gleich noch erzählen. Mhm. Aber ich sag, die wären unabhängig von ihrer Gruppe, unabhängig vom Trinken, nette Jungs gewesen. Sag ich doch. Ich nicht sag, unser ist. Vibe. Nein, natürlich nicht unser Vibe, aber auf jeden Fall nicht so wie da. Dieser eine, ich hätte ihn wirklich in das Gesicht schlagen können, so dumm fand ich den. Wirklich. Dieser eine mit dem Bart so. Ja. Der immer so laut geredet hat. Der hat mir zugezwinkert dann im Flugzeug. Ja, wo du geredet hast, mach Harry Styles. Wo ich meinte, macht mal bitte, weil im Flugzeug natürlich hatten die eine GBL-Box dabei und haben da irgendwie fett Musik. Die haben aber connected mit einem Junggesellen den Abschied nebenan. Das war wirklich schon ein bisschen, das war wie Kino so ein bisschen. Ja, sie mit ihrem Krönchen. Mit einem weiblichen Junggesellen. Einen Abschied. Ja. So typisch, sie hatte so eine kleine Krone auf, die haben auch alle so ein bisschen angetrunken und ganz lustig drauf. Auch so Ende 20. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, die hatten eben T-Shirts an, da stand hinten drauf Bierkant, ne? Und das T hinten war ein Penis. So, und dann waren wir schon so, boah, okay, krass, wir werden sich ja wahrscheinlich hier einen reinsaufen, wenn die das zählen. Ja. Rat mal, wie viel Bier die getrunken hatten, wie viel der Bierkant. Wie viele Striche auf dem Shirt schon gemalt waren? 1, 2, 3. 3 Bier hatten drei die. 3 Bier. Und die haben sich verhalten, als hätten die den Tag über sich sonst was reingezogen. Bechert ohne Ende. Also das war so gruselig. Und zum Glück hatte so ihr Heftchen mit. Ich möchte bitte, dass wir das auch in den Dump tun, wie du das da reinschreibst. Weil wir haben uns weggelacht. Wirklich, die haben nämlich Sachen rausgehauen. Das fand ich war Comedy. Das war für mich Also wir mussten wirklich lachen auch. Wir standen halt vor denen. Alle mussten wir halt lachen unsere, um die rum. Ja. Also. Erstmal vor denen, als wir unsere Koffer aufgeben wollten und dann in der Security-Line auch nochmal. Und wir haben wirklich dann, ich habe angefangen in meinen Notizen die Quotes zu schreiben Emma und so hat in ihr Heftchen geschrieben. Emma haut erst. So lass mal die jetzt raten. Lass mal die Quotes okay, raten. Okay, lass Emma, mal Emma haut erst das Quote raus. Okay. Also der eine meinte, du stehst eh auf Mamis. Dann meinte er, sobald sie Milch schießt, bin ich dabei. Also von 10 jetzt, wie kreativ ihr den Spruch findet? 10 von 10. Oder wie, ich finde kreativ wirklich 10 von 10. 10 von 10. Unangebracht, aber auch 10 von 10. 10 von 10. Weil uns rum halt auch normale Menschen standen. Also kreativ 10 von 10, unangebracht 10 von 10. Nächster Kann man Quote. Jetzt gucken, was man draus Nächster macht. Quote, deine Seele ist so schwarz, sie hat die Farbe schwarz definiert. Krank kreativ. 10 von 10 kreativ. Unangebracht. 1 von 10. Ja, ist ja, okay. Kann man lustig. Sagen, finde ich ein bisschen ein sehr, also so ein bisschen Schulniveau-Front. Also würde ich jetzt niemals zu irgendjemandem sagen, so, deine Seele ist so schwarz, du hast die Farbe schwarz definiert. Aber ich sag dir wirklich ehrlich, ich wäre nicht drauf gekommen. Nee. Ich hätte mir das nicht ausdenken können. Und die haben das aber auch wirklich auf ernst gesagt. Ja, also in 12 ungefähr. Aber ich sag dir, die haben normal geredet und sowas rausgehauen. Ich schwöre, deine Seele ist so schwarz. Nee. Aber auch wirklich, also aber so nicht mehr mit so einem irgendwie bayerischen Dialekt noch schön. Die hatten auch alle Lederhosen an. Ja, also ja, die kamen aus München, ne? Mhm. Also es war, Welchen hast du noch? Ich habe noch, es gibt nur eine Richtung und das ist vorwärts. Das finde ich jetzt ein bisschen ausgelutscht. Ja. Das ist ausgelutscht. Das war zum Thema Trinken, weil der davor meinte, wir müssen unseren Pegel so hoch bekommen, dass wir abheben. Ich dachte, du sagst jetzt den mit, ich habe so Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich mehr oder weniger trinken soll. Dann waren alle so, mehr. Es gibt nur eine Richtung und das ist vorwärts. Stimmt, genau. Also,
Das ist, finde ich, sind ausgelutschte Sprüche. Ich finde es auch ein bisschen sad, wenn man sich vorher schon so sagt, boah, wir müssen unseren Pegel jetzt so hochbekommen, dass wir abheben. So, Leute, das Wochenende wird so lit. Also wirklich so, wir planen jetzt, dass das jetzt unser Abschutzwochenende wird, damit wir danach allen erzählen können, Leute, das war so ein Abschutzwochenende. Also wie sad, bitte. Wirklich. Wir brauchen mehr Alkohol, haben sie auch ständig gesagt. Ja. Und dann das nicht mal exen. Und dann haben wir halt wirklich, da dachten wir ja noch so, okay, wie viel haben die denn getrunken? Und dann irgendwann dreht er sich halt um und wir sind halt so, ach, drei so. Bier. Drei Striche, alles drei klar. Bier. Der hatte sogar noch den Stift so um. Ja. Wir posten das, so hat er mich ein Foto gemacht. Ja. Und wir waren dann im Flugzeug und dann hat dieser anstrengende, laute Typ dann so drüber gesprochen und war so, der wollte mich mein Bier einfach nicht ausexen lassen. Der hat gesagt, wenn du das jetzt exst, darfst du nicht mitfliegen. Und dann war ich so, jo, dann bestelle ich mir da drin halt so viel Bier, wie ich will. Ja. Und dann meinte der Typ so, mach doch, es mir doch egal. Ja, genau. Und ich dachte mir so, du hast drei Bier. Ja, du kleiner Dulli. Die wirklich. Wollten gerne einfach betrunken sein. Die wollten gerne. Aber waren es nicht. Es war halt auch 12 Uhr mittags, ne? Ja. Also, es war 12 Uhr mittags. Reißt euch mal zusammen. Dann mit der Skibrille halt so voll übertrieben irgendwie. Wir machen jetzt mal so einen richtigen Männerurlaub, ne? Ja. Dann meinte der eine in der Gruppe, der war so ein bisschen BWL-Justus angezogen. Ja, mit der Brille. Der Brille und so. Der tat mir ein bisschen leid, weil der passte für mich da überhaupt nicht. Der war nicht auf demselben Energy. Aber er wollte gerne. Und dann hat der Chiago-Typ, also der mit der Skibrille, zu dem gesagt, zieh mal deinen BWL-Scheiß aus, du musst ärmer aussehen, so wie wir. Was ist gequotet in dem Moment? Das habe ich mir überhaupt nicht gesagt. Ja, weil ihr hattet Kopfhörer drauf und ich habe ein bisschen noch Quotes gesammelt. Und dann meinte er so, zieh mal deinen BWL-Scheiß aus, du musst ärmer aussehen, so wie wir. Weil der halt so eine Weste anhatte. Oh, dieser eine Typ, ich hätte so eine reinschlagen können, so dumm war der, ne? Also nicht so dumm, ich glaube, er war bestimmt schlau, aber er hat sich so unfassbar unangenehm verhalten. Wir meinten dann auch, es war Gruppenzwang. Ja, alle haben sich gegenseitig gepusht und es wurde von... Und jeder wollte mit dem anderen mithalten. Also es war wirklich die Definition von Gruppenzwang. Ja. Wirklich, es tut mir so leid, aber es war Gruppenzwang. Und auch die Definition von, wir merken nicht, wie unfassbar anstrengend wir für alle Außenstehenden sind. Und alle denken, wir sind total lustig und cool. Ja, genau, cool. Und der ganze Flughafen hat sich geschämt, wirklich. Also wirklich, die standen doch sogar an der Security Control und waren dann so, Unterhose nicht ausziehen? Ja, er stand da drin, Leute, wenn man in diesem Ding steht und so die Arme so machen muss, hat er angefangen zu posen. Er war wirklich so. Er hat so geflext mit seinen Muskeln. Er war, während man in diesem Sicherheitsding steht. Man muss dazu sagen, er war so 1,65 groß, der Chiago-Typ. Der war wirklich kleiner als. Und dann flext er seine Muskeln. Der war lustig, Bei dem habe ich nämlich erkannt, er wäre nett außerhalb der Gruppe, sage ich. Okay. Ich glaube, er ist so ein relativ kleiner, der so die ganze Zeit ein bisschen kompensieren muss, dass er klein ist. Okay. Tut mir so leid gerade. Ja. Das war's aber, das ne? Das war die Flughafen-Story, Und das war auch unsere Woche irgendwie. Jetzt sind wir halt auf Mallorca. Lass mal langsam zum Ende kommen. Genau. Wir schon so lange. Dann sind wir auf jeden Fall in Malle gelandet, haben Flug gut überstanden. Ja. Wurden hier abgeholt, sind in so eine, das können wir auch nächste Woche nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, würde ich sagen. Recap. Wir sind ja erst 2 Tage hier. Genau. Und haben jetzt hier eben so ein kleines Event mit Clay zusammen und das ist echt super süß organisiert. Wir sind in so einem coolen Haus und die Mädels sind alle total nett und wir haben hier echt eine tolle Zeit eigentlich. Ja. Wir fühlen uns ein bisschen wie in der Mädchen-WG. Wirklich? Ja, also wirklich, es ist so, aber nur, dass das Haus schöner ist. Bei Mädchen-WG haben die doch immer so ein bisschen rappiger. Ja. Das Haus ist wunderschön, Essen ist geil. Die Leute süß. Also wirklich traumhaft eigentlich. Wirklich. Ja. Wetter könnte noch ein bisschen wärmer werden, aber ansonsten passt gestern haben wir eine Bootsfahrt gemacht und Delfine gesehen. Wir sind sogar reingesprungen vom Boot. Ja. Lass mal nächste Woche ausführlicher erzählen. Nächste Woche geht's. Aber uns geht's hier super, Leute. Uns geht's top, wirklich. Uns geht's gut, wir können uns nicht beschweren. Lass mal jetzt Song der Woche. Ja. Also Emma und ich haben uns vorhin 2 Songs überlegt, die wir eigentlich auf die Playlist packen wollen würden. Das ist ein 1D-Song und ein Harry-Song. Du darfst dir aussuchen, welchen du nimmst. Ich nehme Satellite von Harry. Und den hätte ich auch gedacht, aber dann haben wir uns geeinigt. Wir haben uns wirklich geeinigt. Also wir packen jetzt zusammen beide auf die Playlist. Okay. Einmal Harry Satellite und einmal 1D Stockholm Syndrome. Geil, ich finde den übrigens richtig toll. Ich kannte den davor nicht, aber ich fand den so toll beim Konzert. Mann, Leute, ich stand da wirklich einfach so und habe zugehört, auch wenn ich nicht mitsingen konnte, aber ich fand es richtig toll. Ja. Und ich nehme Weekend von Clubhouse. Das ist einfach für mich so ein Sommersong und passt für mich hier gerade total in den Vibe. Mega Soße. Yes. Top, Leute. Dann folgt unserem She's Stalking auf Instagram. Unserer Playlist auf Spotify. TikTok She's Stalking. Bewertet unseren Podcast bitte hier auch auf Spotify. Einfach bitte. Das wäre super. Das wäre so toll. Danke. Ja, Mäuse. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Übrigens, wir hoffen so dringend, dass wir den Podcast überhaupt hochladen können hier, weil das Internet so schlecht safe ist. Aber wir probieren alles.
Kuss an die Girls, die uns angesprochen haben und meinten, dass sie unseren Podcast hören. Ja, das ist Leute, so cool. Leute, das freut uns so, so doll. Das wirklich. Ist so toll, Leute. So, so doll. Ja, ja, so, so doll. Das freut gerade. Das freut so doll. Ja. Okay, Leute, das war's mit der Folge für heute. Ja. Und wir sehen uns in Folge 5. Ciao. Tschüss.